Ende des Rings auf nächste Runde. Oh, Scheiße! Na, wer fährt nicht einfach berg runter, wo es kein Ende mehr gibt? Pepper Woody. Let's rock. Ich bin Pepper Woods. Alter, jeder weiß das und jetzt verpiss dich. Da hat der Sprecher ausnahmsweise mal recht. Das ist gut. Oh. Also. Machst du? Oh, oh, jetzt wird's ernst. Der Regen. So nennt man also einen Regenbogen. Ich hab's in der Schule falsch gelernt. Oh, Scheiße. Peppa und ihre Fee machen einen Ausflug in die Berge. Oh, ja, schmeiß einfach das Bier weg. Wann sind wir denn endlich da? Auch wenigstens der Vater ein Vorbild, der säuft beim Autofahren. Jetzt! Ja! Noch nicht Peppa. Aber jetzt. Ja! Noch nicht ganz Peppa. Ja, Peppa, Peppa, Peppa. Wir können ja ein Spiel machen. Jeder von uns muss ein Auto in seiner Lieblingsfarbe entdecken. Ja! Das ist ja auch. Alle sind begeistert davon, den Scheiß zu spielen. Alle. Vor allem auf einer Straße, wo ihr immer nur alleine fahrt. Tut, wie soll man das Spiel da je zu Ende spielen? Meine Lieblingsfarbe ist grün. Schorsch, und was ist deine Lieblingsfarbe? Die Lieblingsfarbe von Schorsch ist scheißegal. Das Spiel ist... Die Lieblingsfarbe ist scheißegal. Ja, die kennt man. Das ist auch meine beste. Scheiße. Oh, das ist ein dummes Spiel. Ganz genau, du... Es kommt überhaupt gar kein rotes Auto vorbei. Also ein rotes Auto gibt es schon, Peppa. Wo? Na, jetzt. Na. Welche Farbe hat denn wohl unser Auto? Ja, sieht Alter, Papa, aus. Das Auto ist blau. Gewonnen! Na gut, halt blau. Für mich sieht gerade Dina aus. Gewonnen! Oh, oh, Scheiße, das war ein Fall um. Hurra! Oh, das Auto ist nicht beschädigt. Papa Wutz hat das rote Affebuch vergessen. Und dann fahre ich die ganze Strecke rückwärts zurück auf dem Rückweg. Papa hat das rote Affebuch vergessen. Guck mal, was für eine schöne sonnige Aussicht. Oh, wer kennt sie nicht, die sonnige Aussicht? Es fängt an zu regnen. Junge, der Blitzbauer nach. Wo ist denn die schöne sonnige Aussicht? Die ist hinter den Regen. Oh, oh. Scheiße. Er will Pepper töten. Okay, diese Stellung sieht auch leicht. Ja, pervers aus. Oh, oh, tot. Tod durch Tötung, Scheiße. Da ist eine schöne Aussicht. Mhm. Da steht Frau Mimmels Eiswand. Ja, das ist eine schöne Aussicht für die Eltern, auch nicht für die Kinder. Hallo, Frau Mimmel. Hallo, Papa Wutz. Viermal Pisse, bitte. Welche Sorten möchten Sie denn? Pisse. Ich gehe in das Mauchzeitstil und bestell viermal Pisse. Orange, Pisse und Pisse, bitte. Ja, oh, das gerne. Ganz schön viel Piss halte ich hier. Hä, wieso war das Auto abgeschlossen, wenn da eh welche drin sind? Ach, die haben sie jetzt abgeschlossen. Damit du nicht reinkommst. So Mama macht man Wutz. Das. Aber der hat doch das Eis, Mann. Holt wenigstens das rein. Ein Regenbogen. Einen Regenbogen kann man nur sehen. Oh. Und wisst ihr auch, was man... Wie jetzt, ein Regenbogen kann man nur sehen. Und weiter? ...man am Ende des Regenbogens finden kann. Nein. Man kann am Ende des Regenbogens Kant finden. Oh. Na gut. Ist ja mal was Sieht ganz so Neues. Sieht aus, als wäre das Ende des Regenbogens auf dem nächsten Hügel. Los geht's. Das Ende des Regens auf dem nächsten Hui. Hügel. Oh, Scheiße. Na, wer fährt nicht einfach berg runter, wo es kein Ende mehr gibt? Ja, so mache ich das auch, wenn ich den Regenbogen verfolgen will. Das habe ich jetzt nicht mal gesehen. Wir sind da. Noch nicht ganz. Papa, Wutz, du frecher Reck. Oh, ganz nett hier, Alter. Oh, du Brecher, okay. Oh, da scheiße ich mich aber ein. Oh, ich bin da abgestochen, Alter. Hä, wieso denn jetzt Mama da, Wutz? Da drüben ist irgendwas. Hast du den Regenbogenschatz gefunden? Ja, allerdings. Eine große Matschepfütze. Mama Wutz 2000 heute. Da geht doch der ganze Berg kaputt. Vollzusetzung. Okay, das war's. Alter, ich will mehr. Ich will mehr. Das war geil. Also, wenn da weiter so viel kommt, hat er eine ganz große Zukunft vor sich mit dieser Kacke. Die war ja schon richtig geil. Da könnte man glatt denken, das kommt von richtig großen.